Herzlich willkommen, meine Freunde, zu diesem Video. Ganz kurze Anmerkung. Schilddrüse nach 3 Monaten ist endlich wieder da. Die Hälfte ist leider schon wieder weg. Aber auch hier organisches Silizium ist auch wieder da für die Leute, die mich immer wieder gefragt haben. Heute geht es aber um den Halsfüllkomplex. Hier Riesenteil, seht ihr das, ja? Da seid ihr mal ganz, ganz gespannt heute. Aber bevor das anfängt, ich habe noch ein kleines Anliegen an euch. Einmal bitte alle auf Pause drücken und danach wiederkommen und auf Purazell Official auf Instagram einmal bitte abonnieren. Das wäre mir ganz, ganz wichtig. Wir müssen über die 10.000 kommen, damit wir andere Funktionen einfach da haben. Ja, wir haben hier so eine große Community. Also bitte einmal alle dort abonnieren. Das würde mich so freuen. Bitte, wenn ihr bitte irgendwas zurückgeben wollt, bitte unterstützt mich dort einmal. Ja, jetzt geht's aber los mit dem Video. Danke für deine Aufmerksamkeit. Viel Spaß dabei und bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran des Videos. Das wird ein richtiger Knaller werden. Viele Menschen kennen sich aus mit Nahrungsergänzungsmitteln, bestimmten Superfoods, aber der Reiter Pilze ist für viele überhaupt Neuland. Das wird sich nach diesem Video definitiv ändern. Warum? Denn diese zeigen Eigenschaften, die sonst kein anderes Mittel schafft, das ich kenne. In bestimmten Studien oder bestimmten Menschen haben sie verschiedene Wirkungen gezeigt. Das heißt, sie wirken je nachdem unterschiedlich. Und ich finde, das ist auch mal sehr, sehr wichtig. Viele Menschen lassen sich Dinge madig reden oder hypen. Aber ich finde, man muss Dinge einfach selbst für sich erfahren und auch manchmal auch einfach spüren. Ja, von daher an kann man ja nicht kausal sagen, was sie machen. Aber ich zeige euch das jetzt einfach mal. Ich habe etwas Neues entwickelt, worauf ich wirklich sehr stolz bin, auch in der Qualität es zu liefern zu können. Die Studien habe ich mir natürlich alle vorher angeguckt und darauf basierend habe ich dieses Pilzextrakt quasi entwickelt, ja. Es ist eine Kombination aus 3 Pilzen und einem Präbiotikum, damit der Körper noch mehr Zeit hat, diese Stoffe aufzunehmen, was sehr, sehr gut abgestimmt ist. Das ist sehr wichtig, denn sonst gehen viele Wirkstoffe einfach durch den Darm hindurch und es schmeckt auch noch absolut genial nach Mokka. Ja, also wirklich fast ein Gaumenschmaus, ja. Reishi, Shiitake und Chaga und Yacon als Ballaststoff, das ist die Kombination. Wichtig ist, es ist kein einfaches Pulver, sondern ein Bio-Extrakt, aus deutlich, deutlich potenter ist als normales Pulver, circa Faktor 10. Und preis-leistungstechnisch meines Erachtens das beste Produkt in Deutschland, weil die meisten verkaufen nur Kapseln und wir bieten deutlich mehr Substrat als Pulver an, die man normalerweise in den Kapseln nur bekommt, ja? Denn Chaga ist bis heute das natürlich vorkommende Wundermittel, wenn man alle Extrakte mal außen vor lässt, die es so gibt. Den höchsten ORAC-Wert, das heißt, die höchste Potenz hat Radikale zu puffern, ohne vorher Extraktionsverfahren erfahren zu haben. So, und jetzt haben wir diesen Stoff nochmal extrahiert, ja? Aber seht selbst, was er schon ohne Extraktion kann. Kurzer Ausschnitt aus meinem alten Video nochmal. Dieser wilde Chaga-Pilz, ja, von den Bäumen gesammelt in Sibirien, ja, hat nochmal 800, ja, das heißt 45 mal mehr die Kapazität, Radikale zu puffern, ja. Schönes Beispiel einfach mal hier auch von der Universität nochmal aufgeführt worden. Das heißt, 1 Gramm Chaga, ja, entspricht circa 1,5 Kilo Blaubeeren. 1 Gramm nur, ja. Oder diese Superbeere, Maulbeere, wie heißen die denn, ne, Wolfsbeere, Goji-Beere, ja, sehen wir hier 1 Gramm Chaga wie 113 Gramm Goji-Beere. Das ist wirklich sehr, sehr signifikant, ja, und das ist unter anderem auch der König der Pilze, ja. Heute geht es aber um den Reishi-Pilz, denn sonst würde das absolut den Rahmen sprengen, wenn ich alle 3 Pilze hier behandle, aber ich sag euch, das reicht schon, wenn ihr wisst, was dieser Reishi-Pilz gerade als Extrakt kann. Der Chaga ist an den Birken zu finden, der Reishi ebenfalls, natürlicher Waldpilz an Laubbäumen, gerade an Eichen. Er heißt auch glänzender Lackporling. Aber ich möchte jetzt einmal ganz konkret mit euch werden. Ich möchte euch eine randomisierte Doppelblind-Placebo-Crossover-Studie zeigen mit 42 Probanden. Was bedeutet das? Das hört sich nicht viel an, aber das Studiendesign ist absolut unschlagbar. Gegeben wurden 225 Milligramm für 6 Monate, was recht wenig ist. Die Menschen hatten nicht optimale Leberwerte. Jetzt haltet euch fest, welche Parameter alle signifikant verbessert wurden, schon bei einer kleinen Menge. Mit diesem Produkt, was wir übrigens anbieten, kommst du 5 Monate hin mit der Menge ungefähr und du hast noch 2 andere Pilze nochmal on top obendrauf für 5 Monate, ja, und das Präbiotikum. Aber nun zum Studiendesign. Es wurden 2 Gruppen gebildet. Vorher 42 Menschen. Die einen bekamen ein Placebo, die anderen bekamen den Pilz. Keiner wusste, was er bekommt. Das wurde 6 Monate durchgezogen. Dann 1 Monat Pause, die Leute haben nichts bekommen. Und dann, die das Placebo bekommen haben, haben den Pilz bekommen und andersrum. Aber sie wussten wieder nicht, was sie bekommen haben. Das heißt, die dann vorher das Placebo bekommen haben, haben dann später den Pilz bekommen. Ja? Und je nachdem, die den Pilz bekommen haben, die vielleicht extrem darauf reagiert haben, haben jetzt das Placebo, um zu schauen, haben die trotzdem steigende Werte oder eben nicht. Ja? Das ist wirklich ein sehr, sehr tolles Design, oxidativer Stress wurde gemessen, antioxidative Enzyme, das ist ganz wichtig, der Part, der gleich in der Mitte kommt. Und die Lebermarker natürlich. Die Leber ist ebenfalls sehr wichtig, weil es das Entgiftungsorgan für uns ist.
Schauen wir uns diese Abbildung mal hier an. TEAC. Was bedeutet das? Inwieweit dein Körper, gemessen an der antioxidativen Kraft des Vitamin E's, in der Lage ist, Radikale zu puffern. Das AC-Radikal hier. Wir sehen die GL-Gruppe, das ist die Pilzgruppe. 79,3 nach 6 Monaten 84. Die Placebo 80,7, später 80,24, keine Steigerung. Schauen wir uns den nächsten Reiter an. TBRS, ja, Mikromol pro Liter. Und zwar, je niedriger diese Thiobarbitursäure, desto weniger Radikale hast du im Körper, die die Thiobarbitursäure wegpuffert. Das ist aber auch gar nicht mal so leicht. die Thiobarbitursäure wegpuffert, ja. Also dafür jetzt aber mindestens einen Daumen nach oben. Das heißt, den Wert möchte man deutlich niedrig haben. Ja, wir sehen hier 3,37 in der Pilzgruppe, später 2,42 gesunken. Perfekt, in der Placebo-Gruppe 3,26, später 3,30 gestiegen sogar. Weiter, 8-Hydroxydesoxyguanosin ist ein Marker. Inwieweit Reparaturmechanismen vorgenommen werden, vor allem an der DNA, deiner Erbsubstanz, wo oftmals auch Krebs entstehen könnte. Und ein Marker für oxidativen Stress. Man möchte diesen auch möglichst wieder tief haben. Wir sehen hier Pilzgruppe knapp 16, später knapp 12. Ja. In der Placebo-Gruppe 14,7 und später 15,35 sogar gestiegen. Und jetzt das Sahnehäubchen Glutathion. Ich weiß, alle treuen Zuschauer kennen es mittlerweile. Ich predige es seit mir gefühlten schon Jahren. Ja. Das wichtigste intrazelluläre Antioxidanz der menschlichen Spezies und vor allen Dingen auch in der Entgiftung quasi. Wir sehen hier Pilzgruppe 6,0, später 8,05, Placebo 6,90 und später 6,63, sogar gesunken das Glutathion. Wenn das nicht mal für sich spricht, aber es wird noch heißer. Etwas sehr, sehr Spannendes wurde ebenfalls untersucht, und zwar die roten Blutkörperchen und dessen Enzyme, die Radikale puffern. Das heißt, ich meine, hier vorher hat man sich das Plasma angeguckt. Jetzt schaut man sich aber an, in die Zellen geht man nochmal rein. Wie sieht's da aus? Und ich möchte hier zwei besonders hervorheben. Und das ist die Superoxid-Dismutase und Katalase. Das haben viele schon mal sicherlich gehört in ihrem Leben. Und die gehen Hand in Hand. Und meines Erachtens sind das mit die wichtigsten Moleküle, wenn es um Herz-Kreislauf-Erkrankungen geht. Ich möchte euch ganz kurz den Mechanismus nur ganz, ganz kurz erklären. Wir haben oben ein Radikal, das Superoxid-Radikal. Ja, das ist das O2-. Das macht Schäden bei dir im Körper, ja. So, die Superoxidismutase wandelt das Ganze um in Sauerstoff, sehen wir oben, O2. Und dafür braucht es zwei Protonen, sehen wir unten, die A2. Und macht daraus dann dementsprechend noch Wasserstoffperoxid. So, Wasserstoffperoxid ist in hohen Konzentrationen aber ebenfalls ein Zellgift. Das müsste man nicht haben, von daher braucht es einen Partner. Und das ist die Katalase. Denn die Katalase wandelt das H2O2, was in hohen Konzentrationen ein Zellgift ist, wieder in O2 und H2O um. Das heißt, Zellgift wird zu lebensnotwendigen Dingen, Wasser und Sauerstoff. Ist das nicht toll? Nochmal kurze Anmerkung, H2O2 kann ebenfalls entgiftet werden durch Glutathion mit der Glutathionperoxidase. Ja? Das können also Katalase und Glutathionperoxidase können das beide. Schauen wir uns die Tabelle einmal zusammen an. 1155 sehen wir hier für die Superoxid-Dismutase in der Pilzgruppe und später 1385 nach 6 Monaten. Schauen wir uns das Ganze in der Placebo-Gruppe an, 1143 und später 1144, keine Veränderung. Die Katalase ja sehr, sehr wichtig ebenfalls. Wir starten bei der Pilzgruppe mit 246 und hören dann auf mit knapp 280 nach 6 Monaten. In der Placebo-Gruppe haben wir 245, fast identisch wie die Pilzgruppe und später 242 sogar noch weiter gesunken. GPX, ja, das ist die Glutathionperoxidase, was ebenfalls Wasserstoffperoxid puffert, sehen wir hier 13,1. Starten wir in der Pilzgruppe, hören auf bei 15,44, Placebo 12,6, später 12,6. Ich bin wirklich mehr als sprachlos, das muss ich wirklich sagen. So, zum Schluss, wenn das Glutathion, welches einer der wichtigsten Entgiftungsmoleküle bei uns im Körper, gestiegen ist, wie anscheinend ja die Fähigkeit hier gezeigt worden ist und auch Radikale zu puffern und auch wichtig ist für die Entgiftung, schauen wir uns jetzt noch die Leberwerte an. Ja, und zwar haben wir den GPT-Wert, auch ALA, also Alanin-Aminotransferase, Abkürzung für das Leberenzym Glutamat-Pyruvat-Transaminase, was Hinweise darüber liefert, inwiefern Leberzellen geschädigt sind. Wir sehen hier GL-Gruppe. 22,5, ja, das ist die Pilzgruppe, später 13,08, das muss man sich einfach mal vorstellen.
In der Placebo-Gruppe sind wir mit 20 gestartet und sind mit 21 geendet, das heißt sogar noch gestiegen. GOT, ja, das ist die Aspartat-Aminotransferase, gibt auch Aufschluss darüber über das Herz und über die Leber, ja, über den Zustand. Wir sehen hier in der Pilzgruppe wieder 20,6, später 15,5, Placebo 19,6, 19,9. Okay, wir machen weiter. Ich muss meine Begeisterung im Rahmen halten. Es wurde ebenfalls Ultraschallbilder gemacht von drei Probanden, die eine Fettleber hatten, A und B, und einen, der ein Polypen hatte, ja. Und wir sehen hier nach 6 Monaten, ja, unten sind das die nach 6 Monaten, also D, E, F, ja, wir sehen hier die ganzen Kreise, die man vorher hier gesehen hat, in A und B, ja, Fettleber und den Polyp in C, diese sind alle verschwunden. Das ist wirklich bemerkenswert. Wieso sind Radikale so ein großer Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen? Die häufigste Todesursache, nicht in Deutschland, weltweit sogar, sind immer noch Herz-Kreislauf-Erkrankungen mit 9 Millionen pro Jahr. Und die Zahlen steigen jedes Jahr, weil die Menschen verschiedene Dinge nicht verstehen. Ich erkläre euch jetzt mal eine Sache hier. Der Hauptgrund für Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind meiner Meinung nach, ja, Radikale, die die Gefäßwände des Endothels kollabieren lassen. Das Endothel ist eine Zellschicht quasi, der Arterien, wo das Blut sie berührt, ja? So, ich erkläre dir ganz kurz den Mechanismus. Du benötigst Stickstoffmonoxid. Das bekommst du aus der Aminosäure L-Arginin. Mit Hilfe eines Enzyms namens ENOS, das sich die Stickstoffmonoxid-Synthase schimpft, wandelst du dieses L-Arginin dann dementsprechend um zu Stickstoffmonoxid. Dieses sorgt für die Weitstellung deiner Blutgefäße. Das nennt man auch Dilation. Es gibt zahlreiche Meta-Analysen, die zeigen, wie positiv L-Arginin wirkt gegen Bluthochdruck und allgemein durch Blutungsstörungen. Soweit so gut. Wenn du jetzt das wertvolle Stickstoffmonoxid hast, was ja deine Arterien breitstellen sollen, damit dein Körper mit Blut versorgt werden kann, aber anstatt es in deine Muskulatur geht, wird es weggepuffert von Radikalen und es kommt dann dementsprechend, weil es nicht mehr wirken kann, zu Bluthochdruck. Deine Herzwände werden sich verdicken, das Herz kann immer weniger Blutvolumen aufnehmen und ausschlagen, es kommt zur Herzinsuffizienz. Stickstoffmonoxid reagiert mit Radikalen und zwar Superoxidradikale. Superoxidradikale binden sich mit Stickstoffmonoxid zu Peroxynitrit, welches einen noch stärkeren radikalischen Charakter hat als das Ausgangsedukt, das Superoxidradikal. Also ist es nicht nur in eine Richtung schädlich, und zwar das Molekül, was jetzt mutiert und zu einem noch schlimmeren, Anführungsstrichen, radikalischen Molekül wird, sondern es puffert dir gleichzeitig noch dein Stickstoffmonoxid weg, was wichtig ist für Breitstellung deiner Muskulatur. Jetzt wird zusätzlich Gewebe zerstört und Arterien eng gestellt. Herzlich willkommen Herz-Kreislauf-Erkrankung. Daher ist es so wichtig, dass Superoxid-Dismutase und Glutathion oder Katalase, die wir vorher gesehen haben und kennengelernt haben, funktionieren bei dir im Körper und suffizienter Menge da sind, um diese Vorgänge, solange es geht, zu verhindern. Denn das Alter des Menschen ist damit gestellt, wie gut seine Arterien sind. Jetzt in einer Studie wurden Menschen starke oder moderate Durchblutungsstörungen, sogenannten Angina pectoris, mit einem Reishi-Pilz behandelt. Es wurden viele Untersuchungen gemacht, wie Blutdruck, der sich absenkte nach der Einnahme, auch messbar, aber es war nicht signifikant, ja? So. So wurden auch ebenfalls Superoxid-Dismutase gemessen, die genau die Superoxid-Radikale puffern, die deine Weitstellung verhindern, und es kam in beiden Gruppen zu einer Erhöhung der Superoxid-Dismutase. Und in einer sogar mit einer statistischen Signifikanz. So konnte auch der MDA, das ist das Malondialdehyd, gesenkt werden, welches ein Marker ist für Fettoxidation bei dir im Körper und unter anderem auch für Radikale. Und diese konnten beide mit einer statistischen Signifikanz gesenkt werden. Bei einem Schaden des Endothels, also deiner Arterienzellen, sind jene zu finden in deinem Blut. Der CEC-Wert misst diese. Auch hier konnten in beiden Gruppen der Wert der zerstörten Zellen signifikant reduziert werden, sehen wir hier. Diese Studie wäre sehr interessant gewesen, ob es auch eine protektive Eigenschaft gibt bei Menschen, die noch nicht so extrem zu den Risikopatienten gehören. Und ich hoffe, da kommen noch Studien nach, aber ich wollte euch das trotzdem einmal hier zeigen. Ja? Auch in eines der renommiertesten Journals, und zwar dem British Journal of Nutrition, hat ebenfalls eine Crossover-randomisierte Placebo-Studie dazu gemacht und dort eigene Parameter auch gemessen und es waren wieder nicht alle
statistisch signifikant, aber was statistisch signifikant war, war das HDL, welches gestiegen ist. Und die Triglyceride, also die Blutfettwerte, sind gesunken. Das HDL ist sehr, sehr wichtig, denn es transportiert das überschüssige LDL, welches wieder von dem Gewebe ausgeschieden wird, zurück zur Leber, sodass es nicht an Arterienverengungen beteiligt sein kann. Ich möchte euch noch eine letzte Studie zeigen, wo es um Säugetiere, und das ist jetzt wirklich sehr krass, nicht für schwache Nerven, und einer Chemotherapie geht. Danach hat man Zellen der Tiere untersucht. Daran hat man ebenfalls die Superoxidismus-Taser-Konzentration und die Katalase wieder gemessen. Die TCG-Gruppe ist die Gruppe, die einen Tumor hat. Man sieht hier, dass diese niedrigere Superoxid-Dismutase-Konzentrationen von Natur schon haben. Gibt man diesen jetzt immer weniger, mittel oder viel Reishi, steigt die Superoxid-Dismutase-Konzentration signifikant. Das gleiche, wenn jene Tiere die Chemotherapie bekommen haben, derselbe Trend, ja, und das ist die dementsprechend PCG-Gruppe. Hier sehen wir hier wenig Superoxidismutase und selbst ob Tumor oder Chemotherapie, je mehr Reishi gegeben wurde, desto mehr ist die Superoxidismutase in beiden Gruppen auch wieder signifikant gestiegen. So, diesen Effekt konnte man ebenfalls übertragen, wieder Tumorgruppe und Chemotherapiegruppe, denn oft diese Menschen leiden nicht nur Herzerkrankungen, gerade die Chemotherapie haben, aber auch Nierenversagen. Wir sehen hier den Kreatininwert und wir sehen auch in beiden Gruppen, je mehr Reishi in der letzten, wo viel Reishi gegeben worden ist, sind die Werte am niedrigsten. Ich finde die letzte Abbildung hier aber am allerinteressantesten. Hier sehen wir, Tumorgruppe hat am kürzesten gelebt, der Kreis. Und das Dreieck war die Chemogruppe und die hat vielleicht einen Tag länger gelebt. Am längsten hat die Hochdosisgruppe mit dem Reishi überlebt. Über die Gruppe Chemo plus Hochdosis Reishi hat mehr als doppelt so lange gelebt wie die normale Chemogruppe ohne Reishi. Frage mal wieder an die Pharma, wieso werden nicht mal größere Studien angelegt, um oder ob man es verifizieren kann? Denn diese Hinweise sind nicht kausal auf Menschen zu übertragen, die ihr hier seht. Es sind einfach Ideen, ja, es sind einfach Ansätze, aber sehr erdrückende. Und zwar zugunsten des Pilzes, ja, so ziemlich das Mächtigste, was ich je gesehen habe, wenn wir uns diese Abbildung hier nochmal einverleiben. Und genau auf dieser Basis entstehen auch später Pharmazeutika. Sie fangen ja an mit Tieren oder auch zum Beispiel jetzt über die bestimmte I-Punkt, was sich jeder infizieren soll. Da fing auch alles an mit Tierstudien. Und dann hat man weitergemacht, weil man sich gedacht hat, hey, das kann was. Und hier gibt es so viel tolle Basis an Menschen und Tieren, ja, wo man einfach nochmal mehr benötigt, um es wirklich kausal sagen zu können. Aber es wird nicht weiter geforscht, ja. Und ich sag euch, ich habe so viel Hoffnung in diesen Reishi. Ich bin mindblowing. Sehr gerne auf purazell.de vorbeischauen und es einmal austesten. Es ist wirklich meines Erachtens ein mega, mega mäßiges Produkt, was ich nie mehr missen möchte. Bis gleich auf purazell.de. Dankeschön für deine Unterstützung. Viel Spaß beim Testen.